Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei American Subs. Ja, ihr habt es wahrscheinlich heute Morgen schon bei uns auf Instagram gelesen. Wäre jetzt nicht so eine schöne Nachricht. Und zwar ist Callum von Moga letzte Woche wohl ins, ja, sieht alles stark danach aus, halt ins Krankenhaus gekommen. Und er muss wohl den Berichten zufolge durch ein geschlossenes Fenster gesprungen sein und das aus dem zweiten Stock. Also das muss man sich mal vorstellen, was ihn dazu getrieben hat. Für viele, die ihn nicht kennen sollten, was mich echt wundern würde, also er wurde lange Zeit als Nachfolger von Arnold Schwarzenegger bezeichnet tatsächlich, weil er echt einen ganz beeindruckenden Körperbau hat und also auch immer noch hat, keine Frage. Und ja, leider hat sich dann so in den letzten paar Jahren oder in der letzten kürzeren Zeit leider ja mehr die schlechten Nachrichten über ihn angehäuft und was uns natürlich sehr betroffen macht auch. Gerade wenn so ein herausragender Ausnahmesportler so einen Weg einschlägt. Gut, man steckt nicht in dem Kopf der Menschen drinne. Aber es war halt eine schlechte Nachricht nach der anderen, teilweise auch, dass er kurz inhaftiert war irgendwie in einem, ja, in einem Streit im Straßenverkehr mit Machete dran beteiligt. Und ja, sind halt leider so ein paar Sachen, auch Verletzungen kamen mit dann die Bizepsverletzung. Und es war dann halt gar nicht schön für ihn, Drogen waren mit dabei. 2020 kam dann die Nachricht, dass er sogar ein Kind haben soll. Das war für ihn natürlich auch in dem ersten Moment nicht leicht zu verdauen, sag ich mal. Und ja, hier haben wir das Video euch nochmal in den Blog auch eingesetzt, auch wo drüber berichtet wird. I saw this story on Callum von Moger's Instagram, and it immediately made me feel uncomfortable because I just do not have any sympathy for any parents that are going to kick their own kids to the curb when they're going through a really hard time in their life. So, und hier geht's einfach nochmal darum, dass Nick einfach nochmal sagt, dass er es wirklich nicht nachvollziehen kann, wie Eltern ihre eigenen Kinder halt rauswerfen, auch wenn sie gerade durch noch so eine schwere Zeit gehen. Also kurz zum Hintergrund, Callum von Morga hat ja in diesem Haus mitgewohnt oder da dran gewohnt von den Eltern und der Vater hat ihm ja dann gesagt, er möchte bitte gehen. Und ja, das war ihm dann halt den Rest gegeben, ne? Weil im Prinzip dann gar keiner mehr mit ihm zu tun haben wollte. Und das war dann natürlich alles nochmal schwer zu verdauen. Könnt ihr gerne nochmal reinklicken. Von Moger situation. Ultimately, I knew something bad was gonna come from this, and it did. So wait till you guys hear what happened. So I got a call earlier this morning, and as of right now, Callum von Moger is in ICU and it does not look good for him. So let me tell you guys the full story so you understand what happened. So like I just explained, his parents made him leave the property he was living in that they owned. Now, why? Because allegedly the property was broken into, he was robbed, it was trashed, and the parents were fed up with him, and probably was the last straw for them, and they made. Ja, hier sagt Nick nochmal, dass die Eltern einfach aufgrund der ganzen Umstände einfach mit ihm abgeschlossen haben praktisch. Und ja, sie waren aber trotzdem der letzte Strohhalm, an dem sich Callum noch gehalten hat. From my eyewitnesses, allegedly, the cops showed up, ambulances showed up. There was a big scene that took place there. I don't have all the details yet on how crazy it got or exactly what happened, but I do know cops were called and there was ambulances there. There was people hurt. The windows were broken. The place was trashed, basically. Now, obviously, once I get more details on that, I'll report about it, but that's why he had to leave that. Na, jetzt sagt er nochmal, dass also die Cops waren da, Ambulanz, das Fenster war also zerbrochen. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn jemand von dem Format aus der zweiten Etage springt und der fällt halt ungünstig, ja, dann ist klar, dann kann das ganz böse enden. Und ja, den Berichten zufolge nach soll er halt ja an der Wirbelsäule verletzt gewesen sein. Und dann ist natürlich die Frage, auf welcher Höhe, auf welchem Segment. Also wir hoffen natürlich, dass sich das wieder geben wird, dass Callum von Morga auf jeden Fall gesund wird und dass er vielleicht das als ja Weckruf nimmt, sein Leben wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Und ihr könnt euch hier auf jeden Fall auf dem Blog einfach noch mal ein bisschen durchklicken und da findet ihr dann ein bisschen mehr dazu. Ja, wie gesagt, alles Gute vom Team American Subs und bis bald!